Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier mal beide nebeneinander. M6, M3, beide fahrbereit. Ich glaube, das gab es noch nie, zumindest nicht in dem Spec mit den neuen Bodyparts vom M6. Heute geht es auch um den M6, denn er ist noch nicht verkauft, weil ich ihn noch gar nicht inseriert habe und ich noch gar nicht jetzt den Drang habe, ihn zu verkaufen. Weil ich habe mir gesagt, bevor ich dieses Auto verkaufe, möchte ich einmal Leistung messen. Weil es ist definitiv das stärkste Auto, was ich je hatte. Und vielleicht auch, was ich für die nächste Zeit erstmal gehabt haben werde. So, weil der Wagen hat hoffentlich über 700 PS und das möchte ich einmal auf dem Papier. Es bringt mir zwar nichts, aber ich finde es trotzdem geil. Außerdem freue ich mich auf den Prüfstandslauf mit der Kiste auf dem Prüfstand. Ich bin zusammen mit 55 Parts bei SLS Tuning, glaube ich. Am Ende stellen die jetzt nur den Prüfstand und wir messen einmal. Ja, wir fahren jetzt also gleich hin. Bevor wir dabei hinfahren können, müssen wir den M6 noch ein bisschen fertig machen, weil er hat leider den Fehler Bremsbelagverschleiß, schon seit 10.000 Kilometern. Aber bei BMW ist dieser Fehler ja auch eher so ein Frühwarnzeichen, so, ne? Weil da kannst du halt noch ewig mitfahren. Und auch jetzt gleich, wenn wir werden uns das angucken, die Beläge werden noch richtig pico sein. Also da kannst du wahrscheinlich nochmal 5.000 Kilometer mitfahren. Ist echt eigentlich schon frech, dass BMW dich erinnert. Reinkommen Ferodo Racing Bremsbeläge mit Straßenzulassung. Ja, das heißt wirklich Beläge, die nicht unbedingt nur für die Rennstrecke sind, sondern eher wirklich für den Einsatz. Wahrscheinlich 70% Straße, 30% Rennstrecke, mal eine Runde Nordschleife und so weiter. Gerade auf der Hinterachse bei dem Auto natürlich nicht so extrem belastet, außer ihr fahrt viel mit ESP, dann sehr belastet. Wir bocken die Kiste mal auf und wechseln kurz mal hinten die Bremse, bevor wir jetzt gleich zum Prüfstand fahren. Ah, er hat aufgehört zu lüften, jetzt ist ehrlich ein bisschen leiser hier drin. Das ist ja so krass. Also ich habe letztens bei dem 5er Bremsbeläge gewechselt hinten und du kannst, wenn diese eigentlich ja modernen Autos älter werden, ja fast nichts mehr ohne so Tools wie beispielsweise so einen Kali-Adapter machen, weil einfach die Bremse hinten elektronisch ist, die Feststellbremse, und du kannst es ja nicht mehr lösen, also musst du die in Wartungsposition fahren. Das ist so irre, Mann. Also krass, egal, zeige ich euch gleich, wir werden den Kiss jetzt mal aufbocken, was übrigens nicht so geil funktioniert mit diesen Schwelleansätzen unten, weil das richtig knapp ist. Das ist also ja nicht unbedingt hebebühnenfreundlich. Aber egal, jetzt aufbocken, gucken wir uns die Beläge an. Ich bin gleich so gespannt auf den Prüfstandslauf. Das wird sich auch so geil anhören, wenn der unter Last auf dem Prüfstand ist. Boah, wird gut. So, wir werden jetzt dieses kleine Hilfsmittel hier nehmen und diesen in den OBD-Stecker bei diesem Fahrzeug stecken. Und zwar sind wir jetzt im Fahrzeug drin. Ich kann euch das mal einblenden, dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. Weil ich finde, es wirklich eine spannende Sache, muss ich echt sagen. Weil ohne das, schwierig. So, wir gehen jetzt hier rein, gehen unten rechts auf Features, dann gehen wir mal runter auf Bremse, Wartung, Bremse, Werkstattmodus aktivieren. Jetzt fährt die zurück, du befindest dich jetzt im Werkstattmodus und ganz ehrlich, geile Sache. Du befindest dich nun im Werkstattmodus, bitte stell nun die Zündung ab, um Spannungsschwankungen an der Bremsanlage zu vermeiden. Nachdem du alle Arbeiten an der Bremsanlage beendet hast, kannst du die Zündung wieder starten und den Werkstattmodus mittels Kali wieder verlassen. Perfekt. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, wie viel da noch drauf ist? Es ist so krass. Also es ist so unverschämt von BMW einfach. Bremse ist jetzt zurückgefahren. Da seht ihr, das ist, glaube ich, dieser Motor, der dann zurückfällt. Hier der. Das ist quasi diese elektronische Handbremse, die ihr eben gehört habt, die jetzt im Werkstattmodus ist. Und jetzt wechseln wir das mal hier. Gucken wir uns gleich mal die Beläge an. Innen ist vielleicht mehr abgefahren. Ja, Leute, wie das so ist mit dem Tuning, ne? Leider sind die Beläge zu dick. M6 ist jetzt ein relativ exotisches Auto, auch für 55 Parts. Und der Sattel ist zwar der gleiche wie von irgendeinem anderen BMW, zumindest die Form vom Belag, aber scheinbar die Dicke nicht, weil die Beläge sind zu dick. Kolben war ganz reingedrückt, aber du, ich habe extra sogar hier professionell hier so ein Ding zum Zurückdrücken hier. Aha, natürlich, wer kennt ihn nicht? Den Profi-Tom. Das heißt, ja, die Beläge sind aber noch okay, ja, ihr habt es gesehen. Beide Seiten, ich habe es jetzt geprüft, kann ich erstmal noch mitfahren, dann besorge ich mir jetzt neue Beläge. Ja, ich fahre jetzt die Bremse mit Kali wieder zurück in den Normalmodus, aus dem Werkstattmodus raus. Aber ja, schade Schokolade. So, wenn ihr euch jetzt während dieses kleinen Fails gefragt habt, was ist eigentlich dieser Kali-Car-Connector, womit ich jetzt gerade die Feststellbremse in den Werkstattmodus gesetzt habe. Das hier ist ein, man muss sagen, sehr, sehr umfangreiches OBD-Tool und ich bin sehr froh über diese Kooperation. Ich nutze Kali schon sehr lange und habe gleich auch einen Rabattcode für euch, falls ihr das auch nutzen wollt. Aber hört mir erstmal zu, was es ist. Also, ich blende euch das derweil einfach mal ein bisschen ein. Das ist in erster Linie ein Tool zum Auslesen von eurem Auto. Ihr könnt den Fehlerspeicher auslesen, den Fehlerspeicher löschen.
Ja, ihr könnt kodieren, ihr könnt Live-Daten auslesen, ihr könnt sowas machen wie Werkstattmodus und so weiter. Das heißt, das ist ein ziemlich mächtiges Tool für iOS und Android. Ja, das ist also für, ich sag mal, Hobbyschrauber, die auch mal was an ihrem Fahrzeug selber machen wollen. Bedeutet, ihr könnt also euer Auto jetzt auslesen. Sieht dann so aus, ihr kriegt ja diese ganzen Fehlercodes. Ich blende das hier mal einfach ein, weil da seht ihr zum Beispiel den Fehler bei mir in meinem Auto, dass ich den Bremsbeschlag verschleiße, dass der Verschluss ist an der Hinterachse. Sowas könnt ihr machen. Ihr könnt Codierung machen. Und damit kriege ich jetzt viele von euch, denn ich habe jetzt bei allen meinen Autos Start-Stopp auskodiert. Alleine dafür lohnt es sich schon, das zu holen. Ja? Es wird nicht auskodiert, weil das wäre, glaube ich, verboten. Es wird aber so kodiert, dass es sich den letzten Zustand merkt. Das heißt, wenn du einmal Start-Stopp ausmachst, bleibt es aus. Nach dem Start immer aus. So, das ist eine Sache, wo ich sagen muss, alleine dafür lohnt es sich eigentlich schon. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist geil, das brauche ich, das will ich mir mal anschauen. Ich habe euch das alles unten verlinkt. Hier gibt es auch noch einen Rabattcode, den blende ich euch hier ein. Wie gesagt, ihr könnt auch noch Live-Daten von dem Auto auslesen. Das war zum Beispiel mal für mich eine Sache sehr hilfreich. Ich hatte mal einen E60. Beim E60, wer das kennt, der hat keine Anzeige für Kühlmitteltemperatur. Der hat im Tacho so Striche im Drehzahlmesser, die laufen hoch und runter. Und die sind aber immer nach einer gewissen Zeit unten. Ob der Wagen jetzt wirklich warm ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Das heißt, mein Wagen hatte das Problem, dass er gar nicht mehr richtig warm wurde, weil Thermostat kaputt war. Konntest du aber nicht sehen, weil diese Striche immer runtergingen. Konnte ich mit den Live-Daten auslesen. Wie gesagt, ich nutze das Ding schon, seit ich Auto fahre, habe ich schon Carly Connect. Ich habe auch noch das allererste Konto von damals. Jetzt gibt es mittlerweile für ganz viele Marken, also nicht nur BMW, auch für VAG, für alles Mögliche. Damals haben die, glaube ich, nur mit BMW gestartet. Mittlerweile gibt es die für alle. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ist eine coole Kooperation, wie ich finde. Und jetzt fahren wir zu SLS-Tuning. Wetter ist sehr schlecht und ich bin viel zu früh, weil es jetzt der nächste Morgen quasi und ich konnte nicht weiter pennen, Mann. Ich war irgendwie schon um 6:30 wach und ich weiß nicht wieso. Ich hole heute ein neues Auto ab und ich muss euch sagen, ich sag euch hier noch nicht, was es ist, aber es ist das Auto, auf das ich mich die letzten Jahre am meisten gefreut habe. Mehr als auf den M6, mehr als auf den 1er. Den hole ich heute ab. Und ja, ich weiß selber nicht. Ich weiß es selber nicht wieso, aber es ist so, ich freue mich richtig krass darauf. Und vielleicht konnte ich deswegen, irgendwie war ich früher wach. Aber ich bin auch total fit, also ich bin jetzt auch nicht müde oder so. Ich war einfach wach. So, deswegen habe ich mir überlegt, ich bin so früh und beschwere mich immer so krass über den M6-Verbrauch, dass der ja so hoch ist. Ich schaue heute mal, wie wenig kann der M6 verbrauchen bis zu SLS-Tuning. Und auf dem Rückweg schauen wir, wie viel kann er verbrauchen. Nee, wir fahren jetzt mal wirklich. Ich gucke mal, was man rausholen kann. Wir machen den kompletten Elektrofahrer-Move, rechte Spur. 50 km Autobahn, nein, so wild wird es nicht, aber ich probiere 100 oder 90, mal sehen, wie die LKWs so fahren und ja, wir schauen mal. Da werde ich euch nicht viel von zeigen, weil es sehr langweilig sein wird, aber das Ergebnis daran werde ich euch natürlich zeigen. So Leute, ich dümpel hier jetzt mit 85 und jetzt gleich schaffe ich es vielleicht die 10 Liter Marke zu unterschreiten. Ich bin noch bei 10,2 Liter. Hinter mir kommt jetzt wieder ein LKW, da fahre ich jetzt vielleicht 86, damit er nicht überholen muss. Aber ey, es ist so langweilig, aber ich bin immer noch viel zu früh. Ich bin immer noch 45 Minuten zu früh. Bisher hat es mich auch noch keine Zeit gekostet, laut Navi, diese langsame Fahrt. Das ist tatsächlich relativ erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass das recht schnell hochgeht. Ich bin auf der Landstraße so langsam gefahren, wirklich. Also ey, und dass ich trotzdem noch bei 10 Liter bin. Und ich bin so langsam gefahren, das war eine richtige Verkehrsbehinderung. Es waren keine Leute auf der Straße, weil es ist morgens, aber ihr seht, die Autobahn ist auch leer. Ey, ist so trotzdem so scheiße langsam, ne? Also, dass der trotzdem jetzt noch 10 Liter, ich bin gespannt, was am Ende da steht. Unter 9 niemals. Unter 10 denke ich, ja, jetzt kommt der LKW näher. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal gucken, was ich da mache. Ach, ich kann nicht vom LKW geholt werden, nee, das geht nicht. Also dann erhöhe ich meinen Speed nochmal ein bisschen. Ich erhöhe jetzt auf 90. Der wird ja wohl nicht schneller als 90 fahren. Das ist doch verboten in Deutschland. LKWs dürfen nur 80 fahren. Mann. Was aber ein geiles Phänomen ist, es ist total krass. Ich bin jetzt gerade eben wieder drei LKWs hergefahren. Alle drei fahren so 86, 87. Fahr da hinterher. Was passiert, wenn ich da so 5 Minuten hinterher fahre? Die werden langsamer. Was denken die? Dass wir hier in Dubai sind? Dass wir hier M6 als Zivilpolizeiautos haben? Ja? Oder die Mafia ist hinter denen. Das sind die zwei Sachen, die die denken. Aber mehr könnte ich denken. Ganz kurz, Leute. Es ist passiert. Es hat mich der erste LKW in meinem Leben überholt, wo ich in einem Auto saß. Und wir sind bei 8,9 Liter. 8,9. Aber jetzt kommt ein Berg, da wird es wieder ansteigen. Es geht gerade ein bisschen Berg runter. Aber 8,9. Aktuelles Ergebnis. Aber ich sage, diesen Wert werden wir zum letzten Mal sehen, weil wir müssen gleich wieder auf die Landstraße.
Und wir sind jetzt gleich da. Endlich. Fast eine Fahrt. Ziel erreicht. 9,1 Liter. Also 9,1 Liter ist der minimalste Minimalverbrauch, den man mit dem M6 auf der Strecke macht. Ich bin so langsam gefahren. Ich bin teilweise 85 gefahren. Ich bin auf der Landstraße 50. Also wirklich komplett. Ich habe immer geguckt, niemand zu behindern. Also wenn jemand hinter mir war, bin ich dann schon 70 gefahren, wo 70 war. Und nicht 50, aber wenn keiner hinter mir war, bin ich langsamer gefahren. Also es ist wirklich maximal. Also weniger kannst du nicht verbrauchen. Sagen wir, 9 Liter ist die absolute Grenze. Und ich sage euch, wie es ist. Ja, nochmal. Das ist ganz schön krass, weil das ist ganz schön viel für die Leistung. Also für die Fahrleistung. Leute, wir gehen jetzt am Prüfstand. Wir ketten die Kiste jetzt an. Ich bin mal gespannt, wie der gleich unter Last klingt. So sieht das übrigens aus. Also was man auf jeden Fall noch machen könnte, wäre ein Auspuffblenden. Und hinten kommt ja noch die Kante drauf. Aber da muss ich erstmal sehen, dass ich das abkriege. Das Sound schon geil, ne? Schön V8-Gebabbel, ey. Das kann man schon machen. So, jetzt verzurren wir das Fahrzeug mal. Jetzt sag doch mal gerade hier den Leuten, wer du überhaupt bist, weil die dich jetzt ja sehen werden. Ja, also ich bin der Patrick von SLS Tuning und ich werde heute den schönen M6 messen. Mhm. Was war denn hier das Stärkste, was ihr bisher auf dem Prüfstand hattet? War 900 PS. 900 PS, was war das dann? Eine RS6. Eine RS6 mit 900 PS. Genau. Also auch noch keine 1000 gehabt? Nein. Ne? Ich war ja vor zwei Wochen bei TPS, ja. Die hatten auch nur 900, ne? Aber nur. Aber auch noch keine 1000. Nein, also ich sag mal, wir könnten ja rein theoretisch auf dem Prüfstand 2500 PS messen. Ja, er sagte ja auch, 2000 ist bei ihm. Aber ganz ehrlich, ich will es glaube ich auch gar nicht. Nee, hat er auch gesagt, will er gar nicht. Also er sagte, das 900 war schon wild, sagt er. Ist schon, genau. Ich bin mal auch gleich gespannt, wie sich das anhört, weil ich fand, der M3 damals klang auch schon gut auf dem Prüfstand. Ja, so, wenn das Auto im Stand so unter Last hochdreht, das kriegt man ja normal nicht so mit. Nein, auf der Straße nicht, ne? Wie ist denn euer Prüfstand? So, ist der eher positiv, ist der eher negativ? Ich meine, man hat ja immer so eine leichte Tendenz. Vergleiche gefahren, 5 PS Unterschied zu anderen Prüfständen. Okay, also, aber 5 PS zu anderen, die gut laufen, oder? Ja, zu anderen, die gut laufen. Ne? Zum Beispiel hier in Paderborn, SAR, ne? Ja. Die haben auch einen guten Prüfstand, ne? Also okay. 5 PS. Und ich sag mal, es kommt immer auf die Temperatur drauf an. Ne? Ja gut, jetzt ist gerade ideal. Perfekt. Also. Jetzt ist gerade perfekt. Ja, Luftfeuchtigkeit da, alles gut. Endlich ist er da, der verlorene Sohn, auch nach einer halben Stunde Verspätung eingetroffen. Chefin für Fahrplatz übrigens, kann auch mal Hallo sagen. Immer wenn ich sage Jungs, kriege ich nämlich Ärger. So, was erzählen wir eigentlich heute? Wissen wir gar nicht so richtig, ne? Wir wollen mal gucken, was der M6 so macht. Ja, was er so macht, ne? Wir haben schon überlegt, ob wir lieber erst die Stage 1 drauf lassen und dann gleich die Stage 0 machen, weil er dann nicht so heiß ist. Weißt du? Ja. Wobei, das ist ja auch krass, das habe ich auch noch gar nicht angesprochen. Normal ist ja mal so, auf dem Prüfstand denkt man so, oh, hoffentlich hat er viel Leistung, weißt du, ist wie beim M3, geil, wenn er dann 460 hätte. Und hier ist so, man weiß ja, dass viel mehr geht. Das ist ja einfach so, jetzt gerade so, ja, das ist ja für den Motor eigentlich nichts und dann für die Ploll dann irgendwie doch wieder ziemlich viel. Und du hast Angst, dass hier mehr als 900 Newtonmeter stehen. Ja, das ist mein Punkt, ohne Spaß, hab wirklich Schiss vor. Weil halt so, bei Speedtech stehen jede Woche 3 von den Dingern mit krummen Ploll. Ist einfach so. Stehen einfach da jede Woche 3 von den Dingern. Deswegen, ich muss mal gucken, was ich jetzt mache, wenn da gleich wirklich über 900 steht. Wobei dann mir auch wieder auch andere viel gesagt haben, dass es nicht unbedingt auf das Drehmoment ankommt, sondern auf die Software, die drauf ist. Also wie der das Drehmoment halt reinpumpt. Ja, das ob Problem. Der das jetzt bei 3000 reinpumpt oder bei 6000. Ja. Und ich glaube, er macht es hier nicht so gut. Das ist die, weil zum Beispiel im B58 ist das auch eine Strategie, wie ich einen Serienmotor länger haltbar machen kann, indem ich mit dem Drehmoment nicht ganz so früh anfange. Gut, das ist ja auch logisch, ne? Wenn es nicht so draufkloppt da. Dann kann man nämlich auch echt viel Leistung fahren und die Ploy werden eben nicht krumm. Es ist so, wie du sagst, gerade das irgendwie, keine Ahnung, volles Drehmoment bei 3000, 2500, das macht die Ploy krumm. Wird schon einmal jetzt aushalten. Nein, ich bin jetzt auch schon viel gefahren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt der erste Lauf bei Stage 1 ist. Ich bin ja auch schon, ich war sogar schon auf der Nordschleife damit, ne? 350 auf der Autobahn ist jetzt auch 352 auf der Autobahn. Ist wirklich schnell, ne, wenn du überlegst, oder? Ja. Sag mal. Ich bin noch keine 352 Nein. gefahren. Nein, ich auch vorher nicht. Aber war echt, muss man auch sagen, weil das halt krass ist, weil so ab 320, 25 ja die Fenster aufgehen, die ziehen sich ja nach innen und dann ist halt von jetzt auf gleich, wie als ob du Fenster runterfährst und es ist vollgas laut in dem Auto und vorher ist halt total leise, trotz dieser rahmenlosen Scheiben. Was ist denn bei euch eigentlich jetzt noch geplant? Also ich weiß, was geplant ist, aber ich will es nicht sagen. Bei uns? Du meinst beim Einser? Ja. Beim Einser, ja, da könnt ihr gerne mal bei uns reinschauen und da erzählen wir bald was zu. Wissen die Leute denn das? Die wissen gar nichts. Nein. Okay, die Leute wissen gar nichts. Du musst alles rausschneiden. Alles rausschneiden, ja. Alles piepen. Ja.
Aber Thema Abgasanlagen wird für BMW auch nochmal kommen. Wir werden da jetzt mit der Firma MH-Pipe zusammenarbeiten, werden da eine eigene Reihe Abgasanlagen auch bekommen. Auch Titanabgasanlagen wenigstens mal? Auch Titanabgasanlagen, ja. Mit ECE. Oh, das wäre sogar interessant. Ja. Also so X-Pipe und so auch? Oder nur Endschalldämpfer? Nein, sowohl als auch. Also wir werden... Das wäre gut. Das erste, muss man sagen, das ist gut. Ja, erste, was jetzt kommt, habe ich auch in unseren Videos mal gesagt, aber bei dir gucken ja ein paar mehr zu. G80, also wenn da jemand einen Touring hat oder eben M3, M4, da suchen wir jetzt jemanden, wo wir die erste Abgasanlage montieren können. Gibt es halt ein bisschen günstiger, wir montieren umsonst, machen ein Video. Dann wird S55 kommen mit Equal Length, Endschalldämpfer mit ECE. Heißt das? Das heißt einfach, der eine Abgastrakt ist kürzer als der andere beim S55 und dadurch hast du dieses komische Geräusch, was die S55 alle machen, dieses Blecher, ne? Dieses Schreckliche, was Norms so schrecklich macht. Genau, und durch die Equal Length, mein M2 macht das halt viel weniger, weil du dann quasi so eine geschlängelte Midpipe hast und dadurch gleichen sich die Resonanzen aus und dann nimmst du halt dieses Geräusch weg oder nicht komplett, aber es wird halt deutlich dumpfer und bassiger. Und genau da ist jetzt der Marcel gerade dran. Baut das mit ECE. Das gibt's so noch nicht, soweit ich weiß, genau. Und dann wird noch, das wird auch noch ein bisschen dauern, M40i-Modelle. Okay, aber wir waren jetzt... Sag mal, jetzt halt doch mal gerade, wir machen mal hier Soundcheck, weil es hört ziemlich geil an. Oder? Oder nicht? Kann was, ja. Das ist geil, ja. V8, das kennt ihr nicht bei euch, ne? Ja. Hallo, E92. Ah ja, stimmt! Aber gut, das ist dann... Das ist nochmal eine ganz andere Klangart. Ne? Ja, das ist ganz anders. Das ist halt krass. V8 und V8, aber einmal V8 Rennwagen. Also ich würde eigentlich sagen, dass ich... Es kommt drauf an, der E92 jetzt klingt viel geiler. Aber Serie nicht. Nee. Aber jetzt mit Airbox und mit Hoch... Also mit Nocken und so, dieser Hass dahinter viel geiler. Aber ansonsten finde ich, ist das eher ein V10 Sound. Also dieses hochdrehende... Das ist eigentlich eher so V10. Ja. Dieses V8 gehört für mich irgendwie... AMG so, Gebrabbel und so. Das ist auch kein guter Sound. Jetzt ist er ganz okay im Stand, aber ist halt eigentlich kein geiler Sound bei dem Auto. AMG, ja. Ist, so ein AMG ist Endgegner, was Sound angeht. Also wir haben 717 PS und 950 Newtonmeter, was zu viel ist. Also 950 Newtonmeter möchte ich eigentlich nicht haben, weil das ist genauso diese, ich mach die Pleuelkrom-Leistung. Was man hier ganz schön sieht, ist, dass das Drehmoment quasi in diesem gefährlichen Bereich für die Pleuel nicht so hoch ist, weil hat zwar 950 Newtonmeter, aber erst bei hier 3,8 ungefähr geht das hoch. Davor ist es halt deutlich begrenzt auf 800 und was ist das dann? 880, genau. Deutlich begrenzt. Deutlich begrenzt, ja, genau. Perfekt. Aber ja, auf jeden Fall ist es halt begrenzt, weil das könnte ja auch hier schon auf die, theoretisch könnte er ja schon bei 2,5, wie er sagte, schon auf die 950 Newtonmeter gehen. Ne? Wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe jetzt mussten loggen, aber wahrscheinlich ist die Ladeantaktung da nicht am Ende. Ja, ja, genau. Deswegen, also da. Ja, schauen wir jetzt mal, was der Serie drückt. Was haben die Serie? 560. Schon wild. Ja. So, Freunde, serienmäßig trotzdem 631 und 793 Newtonmeter. Ist viel, ne? Also ich bin jetzt bei den Autos, wüsste nicht. Ich das aus dem Kopf nicht, ne? Ja, die rollen schon nach oben auch so, aber so viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise ist es so, dass Downpipes genau, die Downpipe. Es ist ja nicht Serie, es ist ja Downpipe drin, ne? Ja, wobei da auch viele sagen immer, das bringt was. Eigentlich bringt es nichts, weil das Steuergerät eh merkt, da ist weniger Gegendruck. Der Lader ja gut, muss aber wir haben jetzt ja MAD Stage 0 mit Downpipe gemacht, ja. Ne? Ja,
die Frage ist, ob der vielleicht sogar sich noch anlernt und weniger Leistung macht, könnte auch sein. Achso, ja, weil er jetzt die andere Leistung noch im Kopf hat in den Adaptionswerten. Ja, generell, wie gesagt, der merkt ja, ich muss mit einer gewissen Ladeantaktung den Ladedruck machen, der angefordert wird. Und lernt sich dann durch die Downpipes mit weniger Gegendruck eher sogar zurück an. Das heißt, er wird dann den Lader weniger antakten, weil er quasi weniger Antaktung braucht durch die Downpipes für dieselbe Leistung. Okay, ja, und das ist immer der Grund, warum viele meinen, Downpipes bringen Leistung, ohne dass du was an der Software änderst. Ist aber im Regelfall nicht so. Okay. Kommt natürlich aufs Auto an. Ja. Jo, ansonsten sieht das ganz gut aus. Also das Gute ist, wir machen jetzt mal Stage 2 drauf, weil Raffi hat gerade gesagt, wenn irgendwas passiert, dann haftet er auf jeden Fall dafür. Klar. Stage 2 hat... hier die gestrichelte, also wirklich nur ganz minimal. Aber hat so einen Ausreißer, oder Mann? Ja, ja, aber das, also nehme ich auch an, wie gesagt, wir haben ja jetzt geflasht, direkt gemessen. Ich bin immer kein Freund davon zu erzählen, wenn die jetzt Adaption, dann bringt das am Ende noch 20 PS. Wobei bei dem Bereich sind halt 20 PS so ein kleiner Prozentwert, da kann das dann schon sein. Ja. Bei einem Auto mit 300 PS sind 20 PS halt schon viel, da bin ich nicht der Meinung. Aber das hier zum Beispiel könnte ich mir schon vorstellen, dass der das wegadaptiert hinterher. Ja. Also wir haben jetzt final gemessen 724 PS und 970 Newtonmeter. Ja. Dritte Messung, alles heiß wie Sau jetzt. Ne? Willst du eine Runde fahren jetzt noch? Ja, gerne. Raphael macht jetzt gerade mal Probefahrt. Also was sagst du? Jetzt ehrliche Meinung? Ja, wie ich gerade schon zu dir gesagt habe, also man sitzt halt super eingebaut in das Auto irgendwie. So ein Riesenauto, aber du hast trotzdem... Ist halt mega komfortabel. Ich muss mal gucken, wo wir jetzt hier am besten... Fahr mal lieber links, sonst reißt es nämlich meine Lippe an dem Ding ab. So Sound und so ist natürlich echt cool. Aber was ich ja auch gerade schon zu dir gesagt habe, die Lenkung ist so eigenartig irgendwie. Du kannst zum Beispiel, Norm fährt ja immer... Was hast du jetzt? Jetzt ist Komfort, ne? Norm fährt ja immer auf Komfort. Sein M4. Besser finde ich auch, ja. Gefällt mir auch besser. Ich mag dieses künstlich so schwer. Bei manchen Autos gut, aber... Bei den BMWs, bei meinem M2 zum Beispiel, fahre ich auch Komfort lieber. Ja. Was kostet das jetzt hier, wenn wir das einbauen? Grob? Ich meine, wir streiten uns nicht um 100 Euro jetzt, aber ungefähr. Downpipe mit Einbau, mit also Downpipe kann ich dir sagen, kostet glaube ich knapp 1000, weil Kevin hat die ja gerade gekauft für den M5. Ja, genau, irgendwas 900 irgendwas. Ja. Einbau mit den Chargepipes zum Beispiel. Ich glaube, Chargepipes kosten 180 Euro oder so. Aber ich kann dir ja den Preis dann auch nochmal schicken. Ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und Einbau von Downpipe und Chargepipe zusammen würde ich jetzt mal so mit 500 Euro veranschlagen. Ja, von daher. Also 2000 Euro. Genau, mit MHD noch bist du da so bei ein bisschen über 2000 Euro, würde ich jetzt mal aus dem Stegreif sagen. Ja. Und dafür hast du schon ein gutes Paket, ne? Das stimmt. Das passt. Fährt schon gut. Schon Druck, ne? Ja. Obenrum ist wild, ab 200 ist obenrum wild. Ja. Also ehrlich, dann ist halt, da denkst du halt, das geht gar nicht eigentlich. Wieso ist das so schnell? Und aber ich bin halt die Sechszylinder gewohnt und das merkst du dann doch schon. Also du siehst ja auch in den Drehmomentverlauf, ne? Der macht ja die Leistung, weil er obenrum das Drehmoment so hält. Und das merkt man schon beim ersten Mal Gas geben hier. Schon nochmal was anderes als ein Sechszylinder, ne? Also selbst wenn so ein Sechszylinder auch 700 PS haben kann, oder? Ja. Es fährt anders. Ja, also gut, die mit großen Ladern, die fahren schon ähnlich, die Sechszylinder. Wie gesagt, das ist auch schnell auf der Strecke, ne? Junge, alles fliegt hier rum. Ja, so ein Auto, du hast doch selber in deinem Video erzählt, man muss sich vorbereiten. Ja, aber ich wollte auf den Prüfstein und nicht hier. Fällt mir, macht Bock, echt. Doch. Fällt mir. Ja, ist gut, kannst kaufen. So, also. Es ist mit Abstand das stärkste Auto, was ich je hatte und wahrscheinlich auch für eine gewisse nächste Zeit haben werde. Weil was soll jetzt kommen, was einfach mehr Leistung hat? Also da muss ja schon viel passieren, sag ich mal. Ne? Also ja, natürlich. Bei 58 muss man schon ganz viel machen, um... Um die Leistung mit dem Drehmoment zu kriegen, musst du schon beim 1er viel machen und auch beim S55, oder? Ja, S55 geht. Aber standfest? Standfest für Rennstrecke bin ich... Ja gut, Rennstrecke, ob das jetzt rennstreckenfest hier ist, ist ja auch eine andere Sache. Ne? Genau, sonst standfest machen die da auch in die Richtung Leistung. Also kannst du mit dem S55 schon auch 750, 800 PS mit Upgrade-Ladern, das geht. Aber es ist trotzdem immer mit mehr Aufwand verbunden. Da muss der Sprit auch vernünftig sein. Wir fahren jetzt hier 98 Oktan. Nein, wir fahren 100 Oktan, aber auf 98 abgestimmt. Ja, genau.
Aber das muss man schon sagen. Also eine 98er Abstimmung auf einem S55 mit einem Upgrade-Lader, da wird es schon echt ganz kritisch. Da muss man schon echt richtig große Lader nehmen, damit er das schafft, ne, auf 98 Abstimmung. Ja. Also da merkt man dann schon, dass es halt ein V8 ist. Es ist so. Und man merkt es auch beim Fahren, wie ich gerade schon dir gesagt habe. Also ist immer interessant. Ich fahre ja eigentlich fast nur Sechszylinder. Und ja, das fährt schon nochmal anders einfach. Mhm. Anders. Das ist cool, ja. Ja, sehr cool. So, jetzt haben wir einmal auf dem Papier, was er bringt. Jetzt können wir verkaufen. Jetzt kann er weg. Nee, ist auf jeden Fall geil. Wie gesagt, das stärkste Auto, was ich je hatte. Und ja, in dem Sinne, hast du noch was zu sagen? Ich denke nicht. Wenn ihr Bock habt auf so einen Umbau, falls jemand von euch dabei ist. Falls ihr einen M6 hat und den umbauen will. Oder auch M5 geht ja von der Hardware her gleich. Stimmt, also Kevin, der mit dem GTR hat jetzt sogar von Raffi auch Downpipes gekriegt. Ist übrigens sehr zufrieden. Sehr schön. Auch soundmäßig und so richtig geil. Also klar, das ist auch heftig bei dem Auto, wie sich durch Downpipes der Sound verändert. Bei dem Ding hier ist echt geil. Trotz Cuts, ne? Ja, genau, ja, genau. Trotz Cuts und bestehender AU, wohlgemerkt. Ja. Ja, also Leute, wichtig, Abonnement da lassen, Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao.